Die US-Verkehrsbehörde NTSB entsendet ein Team nach Philadelphia. Das Team soll mit dem Fenster anfangen. Komm mit. Der leitende Ermittler koordiniert ein Expertenteam. Taschenlampe, bitte. Sie waren ziemlich überrascht vom Ausmaß des Schadens. Damit hatte wohl niemand gerechnet. Die Ermittler finden schnell den Grund für das Zerspringen des Fensters in Reihe 14. Das linke Triebwerk ganz in der Nähe ist in Stücke zerrissen worden. Es sah fast so aus, als wäre der vordere Teil des Triebwerks weggesprengt worden. Einen Schaden in dem Ausmaß sieht man nicht sehr oft. Das zerstörte Triebwerk wird nun gründlich untersucht. Ruß lässt sich nicht finden, es hat also nicht gebrannt. Den Ermittlern wird schnell klar, was das Triebwerk zerfetzt hat. Das war eine Schaufel. Bei normalem Flugbetrieb kommt die Turbine eines Triebwerks auf etwa 5000 Umdrehungen pro Minute. Die 24 Schaufeln befördern dabei Luft zu den Turbinen. Dieser Vorgang ist essentiell. Das Schaufelrad vorne am Triebwerk sorgt für 90% der Schubkraft. Eine der 24 Schaufeln ist jedoch mitten im Flug abgebrochen. Hier ist es gegengeschleudert. Die Ermittler untersuchen die Überreste der abgebrochenen Schaufel und entdecken vertraute Hinweise. Da sind Rastlinien. Rastlinien ähneln Spuren, wie sie Wellen am Strand hinterlassen. Es ist ein eindeutiges Kennzeichen. Die Rastlinien an der Bruchstelle können nur eines bedeuten. Wahrscheinlich haben wir es mit einem Ermüdungsriss zu tun. Eine heimtückische Sache. Zunächst ist es nur ein sehr kleiner Riss, der mit der Zeit größer wird. Wird er nicht entdeckt, geht das betroffene Element irgendwann kaputt.